heard that pitch, the penny dropped to me, and the penny was, there is no place yet in Europe that we might describe as the Silicon Valley of green and sustainable chemistry. Let it be Berlin. Ich bin Juniorprofessor an der Freien Universität Berlin. Wir sind hier beim Innovationsmarathon Chemiewende. Gemeinsam mit dem GDCH feiern wir hier 150 Jahre deutsche Chemie. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie sieht das Chemie-Startup-Ökosystem der Zukunft aus? Welche Herausforderungen haben Chemie-Startups heutzutage? Und wie können wir ihnen helfen, bessere, schnellere und innovativere Produkte in den Markt zu bringen? Ich bin Andreas Voss, ich war der Trainer hier beim Innovationsmarathon, war die ganzen 24 Stunden mit 40 Teilnehmern aus 5 Ländern zusammen und wir haben in 7 Gruppen zusammengearbeitet, haben dabei bestimmt 2000 Post-its verbraucht und was soll ich sagen, unglaublich tolle Ideen, hochmotivierte Teilnehmer. Studierende, Doktoranden und Startup-Gründer aus der ganzen Republik und Österreich und der Schweiz, um innerhalb von 24 Stunden diese Lösung zu kreieren. Wir haben ganz tolle Lösungen erarbeitet, neue Ansätze zusammen generiert und wie ich finde, ein tolles Big Picture zusammengestellt. Dafür treffen wir uns mit über 60 Experten aus der Industrie, aus der Politik, von Inkubatoren und Accelerator-Programmen und von natürlich selbstverständlich aus der Forschung, um gemeinsam über Lösungen nachzudenken für die aktuellen Herausforderungen. Es ist extrem wichtig, ganz verschiedene Geister und Köpfe auf diesem Event zusammenzuführen und das, glaube ich, gelingt uns. Was für uns auch den Vorteil hat, dass wir hier ein hohes Potenzial haben, gute Mitarbeiter zu bekommen. Was wir weiterhin versuchen, im Rahmen dieses Innovationsmarathons Gründungskonzepte an die Studenten zu bringen. Denn ich glaube, in den Schubladen der vielen deutschen Forschungseinrichtungen, die wir haben, nicht nur die Universitäten, sondern auch die Institute, liegt viel unglaubliches Material, was viele Probleme dieser Welt lösen könnte. Und ich finde das unglaublich toll, im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Deutschen Chemischen Gesellschaft eine solche Initiative zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass im nächsten Wissenschaftsforum der Chemie das ein integraler Bestandteil sein wird. Der Hackathon gefällt mir bis jetzt sehr gut. Es ist mein erster Hackathon. Es ist anstrengend, aber sehr produktiv. Es ist lustig, mit den Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat, auch immer 24 Stunden zusammen zu verbringen und an einem Problem gemeinsam zu arbeiten. Die Teams haben komplett durchgearbeitet, um auch jetzt die meisten 30 Stunden bereits mindestens wach noch Präsentationen zu halten vor so einer Jury. Und das ist wirklich herausragend. Super produktive Atmosphäre, es ist eine coole Atmosphäre, die Leute sind alle nett. Ja, es macht einfach Spaß, hier zusammen Ergebnisse zu erarbeiten und ich freue mich gleich auf die Pitches. Zum Abschluss des zweiten Tages gab es eine Jurypräsentation. Jedes der Teams hat einen kurzen sogenannten Elevator-Pitch gehalten und die verschiedenen Stakeholder-Gruppen waren alle repräsentiert. Die Ergebnisse haben wirklich meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich bin extrem zufrieden und auch dankbar für die ganze Hilfe, die wir hatten. Als Repräsentantin der hochkarätigen Jury übergab Bundeswirtschaftsministerin Zypris schließlich den Preis in Höhe von 5000 Euro an eines der Teams. Dieses Team wird schließlich im Laufe dieses Jahres wiederkommen, um bei unserem Enterprise Fair ihre Idee weiterzuentwickeln. Our constraint is green chemistry. We will only work with materials that are non-toxic, that are environmentally benign. And interestingly enough, it forces us to approach problems from a different perspective than everybody else.